einfach mal gucken, was es hier für Motorräder gibt und ja, was hier so gezeigt wird. Und ja, das ist alles okay. Ja, habe jetzt noch nicht alles gesehen, aber das, was ich gesehen habe, ist okay, ja. Wir bauen Street Fighter, Straßenkrieger made in Germany. Unser Name, der Name steht für Qualität. Wir haben letztes Jahr auf der Custom Bike den Street Fighter, Best Street Fighter 2010 geholt, mit der grauen da vorne. Wir haben hier schon gute Gespräche geführt, auch die Händlerparty gestern war top. Unter den Kollegen war, also es, mir gefällt's. Sehr gut, wir kommen wieder. Wir stellen hier auf der Messe aus, um in Kontakt zu kommen mit Messebesuchern, die vielleicht noch die eine oder andere Zündapp, den sogenannten Kellerfund haben und uns den vermachen. Wir benötigen diese Teile, um unser Hobby einfach weiterzuführen und Maschinen aufzubauen und sie dann natürlich schlussendlich hier wieder zu zeigen auf der Messe. Also für uns ist ganz klar zu sehen, dass dies Jahr ein wirklich Ruck durch die Messe gegangen ist, in der Form, dass mehr Besucher da sind, eine sehr positive Stimmung ist, unter den Besuchern wie auch unter den Ausstellern, und das macht riesen Spaß, dieses Jahr hier auf der Messe zu stehen. Die Idee war, Motorradbekleidung anzubieten, die neben den wichtigen Details wie Wasserdichtigkeit, Abriebfestigkeit auch die Möglichkeit, die Motorradfahrer bietet, optisch außergewöhnlich dazustehen. Das heißt, modische Bekleidung anzubieten, die aber die spezifischen Details der Motorradbekleidung, die sicherheitsspezifischen Details der Motorradbekleidung nicht außen vor lässt.